Willkommen zurück am Wakepark Fehmarn. Neuer Tag, neuer Vlog. Ja, was geht jetzt in dieser Woche so ab? Auf jeden Fall kommen Außenlampen. Die seht ihr hier hinter uns. Die haben eine speziellere Optik. Die sind nämlich schon fertig verrostet. Also werden die ewig halten, weil die sind ja schon kaputt sozusagen. Ja, wollen wir mal rübergehen und uns die Dinger angucken kurz und dann geht's weiter. Wir haben wieder einiges vor mit euch zusammen. Ja, heute geht's los mit Lampen. Also unsere Außenlampen sind eigentlich dafür da, hier so ein bisschen im Dunkeln Tiefe ins Grundstück bringen und die Wege etwas ausleuchten. Und wir haben uns dazu entschieden, so fertig vorverrostete Lampen sozusagen zu nehmen. Das sind richtig fette Poller, 16 Kilo wiegt eine von den Dingern. Die haben wir geschenkt bekommen von Chris Papa. Guck mal, hier sind schon die Füße davon. Und wir können uns bestimmt gleich auch noch mal irgendwo eine angucken. Nee, können wir nicht. Die haben die ganzen Deckel weggeräumt. Naja, das sehen wir später, denn die sind Montag fertig. Ja, hier oben kommt eigentlich noch so ein Deckel drauf, der nachher das Leuchtmittel beinhaltet. Wie so eine Krone da oben drauf mit vier Streben. Dazwischen so milchglasartiges Glas da drinnen. Und dann sieht das nachher richtig geil aus. Macht so ein bisschen warmes Licht. Hier überall schön an den Wegen lang. Und einmal ganz runter bis auf die andere Seite vom Grundstück. Da kommen insgesamt haben wir 16 von diesen Lampen auf dem Grundstück. Die werden jetzt heute eingebaut. Wir haben vorher auch mit wieder vielen Helfern, die hier waren, Löcher gebuddelt. Da ist Beton reingekommen. So eine Stahlkonstruktion, ein Erdspieß mit Gewindestangen, wo das Ganze im Beton verankert ist. Festgeschraubt von oben. Und jetzt stehen die Dinger hier für immer. Wir können uns da drüben mal angucken, wie so ein Ding eingebaut wird. Und dann fahren wir gleich mit euch zusammen zu Janos Baustoffhandel und gucken uns Holz an. Weil wir drinnen ja noch eine große Wand komplett in Holz verkleiden wollen. Da fahren wir gleich hin, aber erstmal gehen wir da einmal rüber. So sieht so ein Kopf von so einem Ding aus. Wir gucken uns da vorne gleich nochmal an, wie die komplett zusammengebaut aussehen. Da ist so ein bisschen die Klöter drin. Was haben wir denn? Schrauben. Schrauben und sowas alles. Ja, ihr baut das ein. Ich lasse die Finger davon. Ja, hier vorne liegt noch eine komplett zusammengebaut. Ja, mega geil die Dinger, ne? Sieht gut aus. Dieser Erdspieß hier unten, der wird in das Loch eigentlich reingesteckt. Die Gewindestangen, die schauen auch einfach in die Erde rein und dieses ganze Loch wird dann mit Beton ausgefüllt. Das Ganze wird ausgerichtet, härtet aus und dann steht's fest. So normalerweise soll das so sein, dass nur dieser Spieß im Boden steckt und hier unten eine Mutter drauf kommt. Die Jungs vom Tiefbau haben aber gesagt, das ist Plünkram, das hält nicht. Die ziehen da richtige lange Gewindestangen rein und so, dass man die dann hier oben einfach mit so einer Mutter befestigt. Dann kriegt man die nämlich auch nochmal wieder ab. Wenn man die hier unten kontern würde mit einer Mutter, dann müsste man den ganzen Kram immer aus dem Boden rausziehen, wenn man so eine Lampe mal abbauen möchte. Das ist ja nicht wirklich praktikabel, da haben die natürlich recht gehabt, wie immer. Deswegen gibt es da jetzt lange Gewindestangen, die werden einbetoniert, fertig ist. Montag werden die angeschlossen von unserem Kumpel Hacki und dann leuchtet das hier. Voll gut. Ja, hier vorne ist der letzte Ort eigentlich in der Fläche, an dem jetzt noch gearbeitet wird. Ihr seht, hier sind noch so ein paar Spuren im Boden, aber der endgültige Boden ist schon drauf. Also das ist eigentlich das gleiche Material, aus dem die Wege sind. Und daraus wird diese ganze Fläche hier modelliert. Und zwischendurch tauchen immer mal wieder so Stücken mit Mutterboden auf. Einmal ringsrum in der Mitte, davor geht der Weg auch noch lang. Und genau hinter uns, hinterm Gebäude, passiert das gleiche nochmal. Das ist so hier der letzte Ort, wo die mit Maschinen hier rein müssen. Dann können auch irgendwann hier die Unfallsicherung wieder ran. Ja, dann ist hier Finale angesagt. Dann fehlt nur noch der Parkplatz. Der braucht zwei Tage, dann ist der fertig. Und das Ganze hier, ja gut, das ist auch noch ein Tag Arbeit für die Jungs, wenn sie denn dabei gehen. Im Moment sind sie da hinten bei unserem Nachbarn im Gange. Ja, das muss halt auch weitergehen. Aber was hier außen den Zeitplan angeht, sind wir mehr als drin. Also das passt wunderbar. Auf den Tiefbau ist hier wie immer Verlass. Was uns noch richtig doll freut, ist, dass der Sägen kommt. Guck mal mit. Guck mal hier, wie geil grün der wird. Alles, was hier jetzt so an neuen grünen Dingern, also vorher, wir haben den ja eingepflanzt hier, das waren dann immer diese braunen Dingern. Alles, was hier neu grün rauskommt, hier sieht man es noch besser. Da vorne sieht man es überall, sieht man es. Die werden richtig schön, ja, größer, buschiger. Und das, obwohl das noch so super kalt ist. Denn eigentlich, und jetzt kommt ein Fact, wachsen solche Pflanzen, wie der Sägen zum Beispiel, dann los sozusagen, wenn im Frühjahr an hintereinander drauf folgenden Tagen die Plustemperaturen in Summe 200 Grad ergeben. Dann geht es hier richtig ab. Und ich hoffe, das ist bald soweit, weil wir haben lange keine Minusgrade mehr gehabt. Es wird immer wärmer. Nächste Woche soll irgendwie auch wieder bis zu 10 Grad werden. Wir hatten ja schon Tage mit 16 Grad oder sowas. Da kommen ein paar Summen zusammen. Ne? Also die 200 Grad, die müssten wir bald haben. Und ja, sieht ja schon gut aus. Wächst ja alles. Ne? So, jetzt aber zum Holzhandel. Holz haben die hier. Wir gehen mal Holz shoppen. Mal gucken, was geht. Wir haben da eine Vorahnung. Wir brauchen 6 Meter Längen und alle haben immer nur 5 Meter Längen. Aber die sollen hier auch 6 Meter Längen haben. Und ich würde sagen, wir werden erstmal ein Büro vorstellig hier, wa? Hier rein, oder? Alter, die haben hier alles, was vom Baum kommt, ey. Jedes Holz, auch unseres. Wir haben hier 6 Meter Längen gefunden, wohl. Die müssen wir jetzt suchen. Letzter Gang, linke Seite. Und dann liegen die da irgendwo. Alter, guckt euch mal den Laden hier an, ey. Das sieht so geil aus.
war hier ja auch noch nie. Boah, da sind sie doch. Das sind so sechs Meter weg, oder? Hier sieht doch geil aus. Ja, wie viel brauchen wir davon, ist die Frage. 25 Stück. 25 Stück? Ja. Dann nehmen wir lieber 27 oder was. Also wir kriegen jetzt da die Palette mit diesen ganzen 6 Meter Längen hier rausgefahren und dürfen uns da unsere 25 schönsten Fechtenbretter aussuchen. Das war Service hier, ne? Der fährt uns jetzt raus mit dem Gabelstapler. Wir können uns aussuchen, was wir haben wollen und perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall nachher nichts zu meckern, wenn der Kram auf dem Hof steht. Alter, Leute, das ist hier so geil. Wir haben jetzt einen von den Jungs getroffen hier, der bedient den Hobel, hat gesagt, der kann uns die auch nochmal hobeln. Der nimmt dann nochmal 2 mm runter und dann sind die Dinger arschglatt. Und für 25 Stück braucht er irgendwie eine Viertelstunde, macht er uns fertig, wird geliefert für ein Apfel und ein Ei. Alter, so gut. Haben wir nicht gedacht. Jetzt wissen wir das. Wenn wir Holz brauchen, fahren wir hierher. Ab zur Kasse und bestellen den Kram. Die liefern uns das nach Fehmarn. Richtig geil. Ich habe ja gerade was gebaut, ne? Wir haben ja immer schon mal davon berichtet, dass das B-Level ja sich von selbst bewässern soll. Und ich habe da jetzt mal ein Bewässerungssystem gebaut. Also ich habe jetzt mal so einen Prototypen hier zusammengesteckt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Denn ich glaube, ich habe das gar nicht so schlecht umgesetzt. Ich habe so Rasensprenkler gekauft, die so schießen. Und eine Druckpumpe, die das Teichwasser nimmt und uns hier das B-Level schön nass macht. Von beiden Seiten sind jetzt so... Na, ich zeige es euch einfach mal. Pass auf, fang an hier mit der Pumpe. Die liegt jetzt hier einfach nur drin. Die bekommt nachher einen Platz unter so einem Rail oder so. Da liegt sie. Das ist eine Druckpumpe für Brunnen, glaube ich, oder ja, genau für sowas eigentlich, um Rasensprenger zu betreiben. Die schafft bis zu 4 bar auf das System zu drücken und damit laufen diese Rasensprenger wunderbar. Und die hier machen uns jetzt hier schön die Rails nass. Schau mal hier, wie schön das geht. Tack, tack, tack. Und alles klitschnass, ne? Jetzt liegt der Akkuschrauber auch im Wasser, hier so ein Mist. Da ist ja Spritzwasser geschützt, ne? Wollen wir mal gucken, ob er jetzt schon richtig eingestellt ist. Ich habe gerade angeschaltet. Dann macht es alles fleißig nass hier und wieder zurück. Jawohl. Und das Downrail kriegt er auch noch. Ja, das ist auch komplett nass. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Ding. Und jetzt habe ich mir natürlich direkt noch was überlegt. Also ist jetzt keine Lösung, die so eingebaut wird, weil der Heblerstand ja nachher mal da sein wird. Also eigentlich primär da, aber da haben wir auch Strom. Da können wir das einfach anschließen. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt der Clou. Also, hier stehe ich ja mit meiner Fernbedienung. Schau da in die Richtung und hebel den ganzen Salat hier. Wenn jetzt einer das B-Level eben schnell nass haben will, jetzt erstmal im Prototypenbetrieb, habe ich hier mir unten so eine Dreiersteckdose hingelegt. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, klack.
Dann geht da hinten das Wasser an und macht uns das alles schön nass. So wollen wir das später auch machen. Der Hebel kriegt einen Buzzer oder so und dann sagt man als Fahrer einmal hier und dann gibt es einmal kurz einen Spritzer Wasser auf die Geschichte und zack, fährt das sich wieder wie eine Eins, ne? Das ist so der Plan. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Wir können uns die andere Seite noch mal eben anschauen. Also alle von euch, die Wakeboard fahren, die kennen das Dilemma. Man macht erstmal vorher, wenn man der Erste ist, der am Tag fährt, fährt man erstmal rum und macht die Features nass. Na, wie machst du das bei dem B-Level? Ja, keine Ahnung, da kommst du nicht überall hin. Also gibt es jetzt hier so ein schönes Bewässerungssystem. Und hier macht er gerade schönes Low to High und dahinter noch den Table. Tack, 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 tack. Sollen wir schauen, ob das hier oben auch alles vernünftig nass wird? Das ist wichtig, dass das auch überall nass ist. Table nass, Channels nass, alles nass, so wie sich das gehört. Ja Leute, damit bin ich erstmal zufrieden. Und das Ganze probieren wir jetzt direkt nochmal aus mit ein paar Jungs. Denn die haben heute alle einen mega geilen Job gemacht da vorne auf der Terrasse. Wir gehen mal rüber und sagen was zusammen. Danke fürs Bänke aufbauen. Wir haben 30 von diesen Picknickbänken, die sind hier für die Fläche. Auf der Terrasse hier kommen nachher andere Möbel hin. Aber die Dinger sind schon mega geil. Ja, ein Riesenhaufen Tische und Stühle hier in One-Piece-Einheiten. Wie geht das auch ab? T's auch fleißig am Schrauben hier. JT wie immer, nur am Machen der Jungen. Brille und Flo hier, pass auf, dass ihr euch nicht die Pfoten klebt. Als ich heute Morgen hergekommen bin, wusste ich noch nicht, dass ich so eine geile Aufgabe haben werde hier. Ja, ist der Hammer, oder? Das ist der Wahnsinn. Ja, wirst du doch, er will mal Arzt werden, aber ich glaube, jetzt wird er doch irgendwie Schreiner oder so. Umschulen. Ja, mega geil, Leute. Wir sind ja fast fertig. Heute ist es super windig. Bei dem Wind kann man mal wunderbar sehen, dass wir hier auch Laborbedingungen haben, trotz Wind. Eigentlich perfekt. Und um euch das mal direkt unter Beweis zu stellen, sind heute Jan Gnärlich und Carlo Hüsing hier, die das Setup mal abchecken. Hier, kommt er. Ja, die waren zufällig in der Ecke hier und haben mal vorbeigeschaut, wie es hier gerade so aussieht. Ja, ist nicht ganz optimales Wetter heute. Ist arschkalt, super windig, komplett anders als gestern. Naja, geht halt trotzdem. Wasser ist glatt, alles easy. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen, was hier geht. Ja, moin Leute, jetzt komme ich mal hier oben aus der Ecke. Ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, wir probieren mal ein kleines bisschen anderes Format aus, in dem wir euch erklären, worauf das hier bei den ganzen einzelnen Bewegungen oder Tricks und so ankommt. Für die Leute, die nicht so viel mit Wakeboarden zu tun haben oder gar nicht so richtig erkennen, was da überhaupt gerade gemacht wird, welche Feinheiten und Unterschiede in diesen ganzen Tricks sind. Und ich habe mir die Aufgabe auferlegt, hier euch mal zu erklären oder da so ein bisschen Klarheit reinzubringen einfach nur. Und das mache ich hier oben aus der Ecke, ich stoppe immer mal wieder und erkläre auch mal was zu den einzelnen Tricks und Bewegungen und warum der jetzt gerade schwer ist und warum man das genau so machen muss und nicht anders und so weiter. Ja, bleibt einfach dabei und wir gucken uns jetzt einfach zusammen mal diese Clips durch. Habe ich mega Bock drauf, die Clips finde ich ultra geil. Und ich würde sagen, direkt geht es erstmal los mit der ersten Erklärung von dem Standbild, was wir hier gerade sehen. Worauf kommt es jetzt an, wenn man so ein Board auf so ein Rail packt? Da geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man das Board entweder, so wie Carlo das hier gerade auf dem Bild macht, im Boardslide befindet er sich jetzt gerade. Das bedeutet eigentlich, dass das Board genau im rechten Winkel auf dem Rail steht. Und zwar genauso, nicht leicht verdreht nach vorne oder hinten, sondern genau gerade auf dem Rail. Wäre das Board jetzt leicht verdreht, würde man das Ganze Siege nennen und der Trick wäre sozusagen ungültig, kann man so sagen eventuell. Auf jeden Fall hat jeder Wakeboarder eigentlich den Anspruch, diese Tricks clean zu machen und clean bedeutet ohne Siege. Und das bedeutet, das Board liegt gerade im richtigen Winkel auf dem Rail. Gibt noch die zweite Variante 50-50, das zeige ich euch aber gleich. Wir gucken jetzt erstmal weiter in die Clips und mal sehen, was mir da so einfällt, was ich euch erzählen kann. So, gehen wir nochmal zurück hier. Ihr seht, Carlo zieht jetzt komplett im Boardslide hier durch bis zum Ende des Rails. Springt dann raus, drückt sich ein bisschen hoch und macht einen Backside to 70 oben ins Wasser rein. Clean. Kann man so sagen? Perfekt. So, wir gehen weiter. Im Text. Nächster Tipp. Zack. Das ist der 50-50. Den macht man genau so und nicht schräg oder das Board muss sozusagen parallel zum Rail auf dem Rail liegen. Ist es leicht verdreht in eine Richtung, egal welche, dann ist der Trick wieder sozusagen, naja, ungültig. Man würde ihn dann versuchen aufzuräumen, also ihn clean hinzustellen, so wie Carlo das hier jetzt natürlich beim First Try direkt wieder macht. Also bedeutet, es gibt einmal Board Slides und einmal sozusagen 50-50s. Bei 50-50s, wie auf dem Bild jetzt gerade, das Board gerade auf dem Rail. Okay, weiter geht das. So, das hier, wir gehen nochmal zurück. Nächste Erklärung. Er ist wieder im Backlip oder Frontboard. Was haben wir jetzt hier gerade? Also, Carlo ist links vorne. Korrigiere mich da, Carlo, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du bist links vorne. Das ist jetzt also ein ganz normaler Backlip. Backlip ist es deswegen, weil er mit dem Rücken zum Rail steht beim Absprung. Und jetzt beim Absprung das hintere Bein
übers Rail legt. Das ist ein Backside Lip Slide, kurz Backlip genannt. Es gibt einen Trick, der heißt Frontboard, der sieht für einen Laien fast genauso aus, ist aber was komplett anderes. Das zeige ich euch gleich. Weiter geht's im Text. Jan, diesen Rail Travel, den gucken wir uns nochmal an. Muss mal ein bisschen langsam hier. Also, Jan fährt eine Linie von außen nach innen sozusagen auf das Safety oder die Auffahrt von dem Double King Rail hier in dem Fall. Fährt Richtung Umlaufseil, drückt sich ordentlich raus und springt hier einen Riesensatz rüber aufs, von der Richtung dann Up Rail. Zack, wieder sauber im Boardslide gelandet. Ihr seht hier wieder, das Board steht exakt gerade auf dem Rail. Also genau im rechten Winkel zur Linie des Rails im Prinzip. Frontside Lip Slide im Prinzip nennt sich dieser Trick. So, wieder sauberer Back to 70 raus. Mega gut. Clean. Jan ist sowieso dafür bekannt, dass seine Tricks immer ultra clean sind. Weiter geht's im Text. Saubere Kurve oben, sieht das Ganze aus. Man kann also ohne zu stoppen immer wieder durchfahren. Nächster Trick. Front Lip, Back to 70. So, hier haben wir jetzt einen Unterschied. Er rutscht jetzt genauso wie Carlo vorhin. Wieder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung des Rail. Wieder ganz sauber, Board ist gerade, haben wir drauf geachtet, 1A. So, Unterschied ist jetzt, auf dem Rail sieht das genauso aus wie Carlos Backlip vorhin. Es ist aber ein Frontside Board Slide, Frontboard auch genannt. Unterschied ist hier, Jan steht mit dem Oberkörper zum Rail und springt mit seiner Frontside sozusagen auf das Rail drauf und zieht das vordere Bein als erstes über das Rail. Das ist der große Unterschied zwischen Backlip und Frontboard oder Backside Lip Slide und Frontside Board Slide. Genau, sauber durch bis zum Ende. Dann rausspringen und dann den 270 drehen. Ganz wichtig, das Rail bis zum Ende sauber durchzufahren. Weiter geht's im Text. Alter, riesen Transfer oder eigentlich kein richtiger Transfer, sondern eigentlich ein Gap aus dem Safety von dem Double King in das Down Safety von dem Double King. Also das komplette Teil übersprungen. Zieht euch das mal rein. Ultra riesig der Gap. Bam. Alter, der war dick, ey. Geil! So eine Dinger hier rauszuhauen, wenn man das Ding das erste Mal fährt, ist schon heftig, ne? Naja, der Junge ist Profi. Jetzt sehen wir mal hier den Prozess zu diesem Trick, den wird er hundertprozentig noch stehen. Also Ziel ist jetzt in die Safety, also unten in die Landung rein zu droppen. Ja, da war er. Jetzt noch ein bisschen an der Landung fallen und dann läuft das. Mega geil, Alter. Ja, das Ding ist schon dick, oder? Ich meine, das Ding ist einfach 16 oder 17 Meter lang und er überspringt das komplett mit einem Gap und landet dann sozusagen so in diese Abfahrt rein. Man sticht da unten eigentlich in der Regel nicht ein. Das Wasser ist in dem Moment hart genug, um es eigentlich wie beim Skaten zu haben, dass das Board runterfährt und dann auf die Wasseroberfläche trifft und da weiterfährt sozusagen. Man sticht also nicht gleich sofort mit der Nose ins Wasser ein, sondern man kann so runterfahren und dann gleitet die Nose übers Wasser und man fährt ganz normal davon. Ganz normal, in dem Fall ist ein Riesengap, da gehört schon ein bisschen was dazu. Kleiner Indie-Tantrum. Also das ist eigentlich ja Backflip im Grunde. Beim Wakeboard heißt das Ganze Tantrum. Und in dem Fall hat Jan jetzt Indy gegrabt, also er hat seinen Hinterrand genommen und hat das Board zwischen den Füßen gepackt und sich dabei rumgedreht. Und das nennt sich dann Indy Tantrum. Carlo wieder. Andersrum. Auch, das nennt sich jetzt Transfer oder Rail Travel. Er springt aus dem Safety des einen Rails auf das andere Rail drauf. Jetzt erst der Versuch, mal sehen, was er daraus zaubert. Flip, back to 70. Super gut. Hier auch, um die Feinheit mal in diesem Trick noch mal ein bisschen rauszuholen. Das geht gleich schon am Anfang des Tricks los. Also hier kommt wieder jetzt rückwärts gedacht der saubere 50-50. Und hier kommt gleich eine interessante Stelle von Carlo. Er fährt das Rail von unten an und nutzt die Auffahrt jetzt im Prinzip auch schon als Rail. Also anfangs würde man erstmal zum Reinkommen das Rail so fahren, dass man irgendwie da diese Auffahrt hochfährt und dann oben den richtigen Trick auf dem Rail macht. Das geht halt auch. Carlo macht es sozusagen perfekt. Er dreht gleich mit einem Ollie in den Board Slide und rutscht auch schon den Safety in der richtigen Position hoch. Geht dann
in den 50-50. Und dann geht es am Ende raus mit einem sauberen Frontside 360 ab im Teich oben. Super clean, super gut. Weiter geht das. Können wir uns auch direkt nochmal wieder reinschauen. So, vom Carlo hier jetzt wieder einen Rail Travel sozusagen, unten aus dem Safety vom Double Kink raus auf das Uprail in dem Fall. Also es ist ja sozusagen von unten ein Uprail, von oben ein Downrail. Sauber sich Richtung Umlaufseite ziehen lassen und jetzt hier wieder. Guck mal, ihr seht es, er achtet bei jedem Trick drauf, dass das Board wirklich gerade drauf ist. Und das ist wirklich nicht einfach. Da gehört viel dazu, immer perfekt das Board in dem richtigen Winkel auf das Rail oder auf die Box. Das gilt auch auf Boxen, das gilt überall. Es gibt sozusagen nur so oder so, aber nicht so. Das bei jedem Trick so in Perfektion hinzukriegen, da gehört viel Übung zu. Daran arbeitet man eigentlich die ganze Zeit auf seinem Weg zum Besserwerden, dass man sauber fährt, also cleane Tricks macht. Ihr seht, bis zum Ende durch, dann wird abgesprungen, dann wird sich gedreht. Nicht vorher schon, nicht auf dem Rail, sondern erst in der Luft. Das Rail wird sauber im Boardslide verlassen und dann saubere Landung hinterher. Ja, genau so muss es aussehen. Man schaut dem Wakeboarden zu, schaut irgendeinem Fahrrad zu, so als Laie, und erkennt immer gar nicht, was macht er, dreht sich in irgendeine Richtung und so weiter. Jeder Trick ist durchdacht, ist sauber ausgeführt. Da gehört so viel Arbeit und Training zu, bis man das so kann. Wir haben natürlich bei uns den perfekten Playground, auch das zu üben. Egal, jetzt fange ich schon wieder an hier auszuholen. Wir gucken erstmal weiter hier die Clips. Was sagst du? Haha, Junge. Geil, Digga. Geil. Ey, war richtig geil. Danke. Rasiert. Ja, filmen wir mit zwei Setups. Einmal für euch, durch die Linse hier. Und da checkt die Jungs auf jeden Fall mal bei Instagram aus. Link und so findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, da geht's los. Alter, geht direkt los, ne? Ein Transfer von da unten nach da oben. Oben perfekt im Backlip gelandet. In dem Fall jetzt Backlip. Gucken wir uns aber ganz kurz an. Damit wir das auch niemals vergessen, was der Unterschied zwischen einem Backlip und einem Frontboard ist. Carlo kommt hier wieder mit dem Rücken zu dem Rail, was er anvisiert, auf die Box, springt ab mit dem Rücken zum Rail, hebt das hintere Bein über das Rail drüber und setzt das Board genau wieder perfekt, in dem Fall Backlip, auf. Und genau so muss es aussehen. Zieht sauber durch bis zum Ende, springt raus, dreht den Front to 70 aus Wasser und es klingt gut. Wir gucken uns den Clip aber jetzt nochmal komplett an, denn der war zu schön, um ihn abzubrechen hier. Carlo fährt an, Rücken zum Rail, hinter das Bein, hinter das Rail, Konzept ist fertig aus. Mega gut. Nächster Trick. Er steht hier wieder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Und diesmal ist es wieder auf dem Rail, sieht es genauso aus wie da oben auf dem Low to High eben. Er fährt jetzt allerdings das Rail Frontside an, springt mit seiner Frontside sozusagen zu dem Rail, hebt den vorderen Fuß übers Rail. In dem Fall ist es dann sofort ein Frontboard, Frontside Board Slide, denn er springt mit der Frontside auf das Rail. Und der Trick sieht in diesem einen Moment, in dem wir jetzt stehen hier, genauso aus wie ein Backlip, oder man könnte ihn schnell verwechseln mit einem Backlip. Ein Kenner sieht aber, es war sofort, ist es ein Frontboard. Wieder sauber bis zum Ende durch, rausgesprungen, Zeit genommen bei der Landung und den 270 rausgedreht. Super sauber. Nochmal das gleiche, Frontboard, back for 50. Front for 50, sorry. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. So, bei diesen ganzen schnellen Rotationen kommt man schnell mal durch den Tüttel, was da jetzt Backside und was Frontside ist. Was wir uns hier merken können, ist eigentlich, dass der erste Handlepass, den er macht, der findet vor dem Körper statt. Demnach ist es eine Frontside-Drehung. Also es ist ein Frontside for 50 out. So, richtig schön hier reingesäbelt. Richtig gut. So, hier kommt wieder der Backlip. So, das war, um den Trick mal zu vollenden, namentlich. So, Carlo kommt hier angesprungen aus dem Transfer von dem Table. Safety vom Table. Auffahrt vom Table. Safety und Auffahrt. Das ist eigentlich nur eine Frage der Steigung. Und Safety ist was steiler. Ist eigentlich eher dafür gedacht, nennt sich deswegen auch Safety, dass man nicht gegen eine gerade Kante fährt. Deswegen sind die leicht angeschrägt. Man kann da auch rauspoppen. Der Table hier unten hat eher eine Auffahrt. Das heißt, er ist eher entspannter geneigt. Und man kann gut und kontrolliert raus abspringen. Jetzt geht's weiter. Carlo springt ab. Hebt wieder das hintere Bein über das Rail. Setzt also im Backlip auf.
zieht durch und greift jetzt in diesem Moment hinter dem Körper das erste Mal die Hantel um. Das heißt, er macht eine Backside-Rotation und in dem Fall hier Backside to 70. So, to 70, das ist immer nach Gradzahlen. Wir haben einmal die 360 Grad und er war ja schon durch den Backlip, hat er schon die ersten 90 Grad gedreht gehabt und hängt hinten dran noch die letzten 270 Grad, um die 360 Grad Rotation zu vollenden, denn die muss er ja vollenden, sonst steht das Board nicht wieder in Fahrtrichtung. So, weiter geht das. Habt ihr gemerkt, was war der Unterschied? Andere Richtung. Frontside, Boardslide. Frontboard, wieder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, sieht wieder ähnlich aus wie der Backflip. Ich erkläre es wahrscheinlich jetzt das 10. Mal. Super wichtig, merkt euch das. Und, was war das am Ende? Geiler Move. Er kommt also aus dem Frontboard. Rutscht das Rail eigentlich zu zwei Dritteln im Frontboard durch, springt dann nochmal ab und macht sozusagen man nennt das Change-Up. Er wechselt nochmal auf den Boardslide sozusagen oder auf den Frontside Lip Slide. Auch kein einfacher Move. Sauber, Carlo. Gut gemacht. Jetzt wird's interessant, Leute. Das ist ein Stück. Hier, warte mal. Das hier in der Mitte zwischen der Box und dem Rail, das ist ein 3 Meter Kanal, der da durchgeht. Wir nennen das Channel. Und das ist schon ein amtliches Stück zu springen. Er muss jetzt aus der Kurve hinten raus richtig sich Platz schaffen, dass er eine Kante fahren kann auf die Auffahrt vom Table, um diese 3 Meter zu überbrücken, um dann den Travel auf das Downrail zu schaffen. Gutes Stück, aber weiter im Text. Zack drauf, erstmal zum Testen. Das geht easy, alles klar. Also Leute, Carlo probiert jetzt. Also wir hätten noch nicht mal gedacht, oder wir hätten es schon gedacht, vermutet zumindest, dass man von dem Table hier auf das Downrail kommt. Plan ist jetzt vom Table auf das Double Kink hinten, also einen Rail komplett überspringen. Bedeutet, er muss ganz weit drüben rausfahren, ordentlich weit hier rüber kommen und dann eine ziemlich harte Kante hier rüberfahren. Mal sehen. Alter, was passiert hier? Er überspringt das mittlere Rail und will auf das Double Kink hinten drauf. Das ist natürlich ein Stück von mindestens 5 Metern, wenn nicht so ein paar Zentimeter mehr. Denn wir haben hier einmal den 3 Meter Channel, dann zwischen den anderen beiden Rails den 2 Meter Channel plus die Geometrie selber, also das Rail dazwischen, was auch nochmal 30 hat. Also 5,30 Meter überspringt er da. Bei einer Länge von 17 Metern, die das ganze Teil hat, ist das schon ein Riesensatz, den er da macht. Naja, seht selbst, was passiert. Yo! Alter! Versuch Nummer 2. Das heißt Versuch, geklappt hat das ja schon. Er ist nur noch mit weiterfahren. Ihr habt jetzt gesehen, wie er auf dem Rücken eingerastet ist. Also die Kante vom Board fängt sich im Wasser und er klatscht mit dem gesamten Rücken aufs Wasser. Meine Güte, das ist nicht angenehm. Aber Carlo hat das ganz gut weggesteckt. Und jetzt im nächsten Clip, naja, seid gespannt, weiter geht das. Alter Scholli, er ist komplett rübergeflogen, Mann. Also ein Commitment willst du dem Jungen nicht, ey. Einmal ein bisschen zu kurz, einmal viel zu lang. Jetzt kommt genau die Mitte. Also Nummer 3. Wieder schön Platz schaffen, schön nach links raus und abfahren. Alter, er ist einfach dieses 5 Meter Stück bis aufs letzte Stück runter. Also er ist eigentlich ungefähr 15 Meter geradeaus gesprungen plus 5,20 Meter oder 30 Versatz. Das ist komplett irre eigentlich. Ihr seht, das Ding gibt es her. Das B-Level ist so konstruiert, man kann das machen, wenn man Carlo ist. Also krass. Echt gut. Ja, was war's für ein Trick? Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Also im Prinzip ein riesen Mega-Transfer. Und jetzt schaut euch mal an, wie das Board sich da durchbiegt. Also man sieht es hier ganz gut. Mit was für einer Wucht er auf dieses Rail kommt. Und daraus dann trotzdem noch, hier ist wabbelt und schwingt und dann dreht er sich trotzdem noch mit dem Back to 70 runter ins Wasser und vollendet den Trick eigentlich.
Das war jetzt vielleicht nicht perfekt, das hätte ein Tick cleaner sein können, aber mach das mal. Spring mal diesen riesen Gap mit und häng noch einen 270 hinten dran und fahr danach auch weiter und ja, irre, voll gut. Naja, weiter geht's im Text. Wow! Hey, Alter! Mann, geil! Und nochmal! Stoke is real! Yeah. Backlip auch noch. Ja, das war das. Genau. Die Haut. Bin beeindruckt. Ey, große Travel. Alter Vater. Ja, war spontan, aber. Ja, aber voll geil geklappt, ne? Ja, spontane Ideen sind ja meistens die besten. Ja, geil gefahren. Danke. Mega geil. So, jetzt kommt hier noch Nummer 2. Jan fährt jetzt auch noch eine Runde. Ja. Da könnt ihr nicht weniger erwarten. Jan fährt ultra krass, habt ihr ja vielleicht vorhin in der Warm-Up-Session schon gesehen. Carlo zieht sich um, Jan zieht sich um. Dann tauschen die einmal, Kamera wird getauscht und dann geht's ins nächste Set. Viel Spaß. In die Tempo hoch. Frontside, Boardside, Back 90 out. So, jetzt zeige ich euch mal hier was. So, hier beim Jan seht ihr jetzt mal den Unterschied ganz klar in einem Trick zwischen Boardslide und 50-50. Jan kommt jetzt von unten hochgefahren, das Uprail, einen Backside, also er hat jetzt seinen Rücken wieder zum Rail und macht einen Backside Boardslide, stellt das Board richtig schön vor die Bindung auf aufs Tip vom Board und wechselt dann auf den 50-50 und dann 360 oben in den Pool rein. Der hier, der hat schon richtig was. Das ist ein Frontside 360, eigentlich auf das Rail drauf. Das ist schon auf dieses dünne Rail mit einem 360 drauf zu gehen, da gehört schon richtig was zu. Schaut mal genau hin, er landet eigentlich genauso wie er jetzt auch steht. Zack, wieder mit der Backside zum Rail, auf dem Rail. Board steht wieder gerade auf dem Rail drauf, sodass der 360 sozusagen vom Wasser aufs Rail komplett gedreht ist. Und zieht bis zum Ende durch und unten springt er noch ab und setzt das Board sauber auf. Perfekt. Diesen Rail Travel, back to Selfie. Hier wieder Backlip. Backside Board Slide. Back to 70 out. Astreiner Backlip. Und noch einer. So sauber. Das ist ein Backlip, Leute. Frontside, Boardside war das jetzt hier. Also Frontside to 70 im Prinzip. Auf das Rail drauf. Ihr seht hier, er kommt unten. Eigentlich auf dem rechten Fuß abgesprungen von der Box. Dreht sich dann 270 Grad, also der 270. Landet dann wieder in dem Frontboard, denn er kommt hier mit seiner Frontside, hebt das vordere Bein über das Rail, setzt im Frontboard auf, greift um, back 90 out. Sauber. Das gleiche nochmal mit einem back to 70 out. Er hat jetzt sozusagen noch einen oben drauf gesetzt. Also wir haben es jetzt mal ausprobiert hier als neues Format sozusagen, weil auch die Leute von euch mal so ein bisschen ins Wakeboarden reinzubringen, die vielleicht mit diesen ganzen Tricks und so weiter nicht so viel anfangen können, um da mal so ein kleines bisschen Klarheit reinzugeben an die Profis unter euch, wenn ich da irgendwo einen Fehler gemacht habe, ich bin auch nicht fehlerfrei, schreibt es in die Kommentare, schreibt ebenfalls in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat, dass wir mal so ein bisschen auf das Fahren an sich eingehen, auf die Technik hinterm Wakeboarden, da gibt es so viel zu beachten, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt, das waren jetzt krasse, richtig gute Railfahrer mit richtig guten Railtricks. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Variationen an Tricks im Wakeboard. Wenn es erstmal in Richtung Flips, Inverts und so weiter geht, da gibt es noch so viel, was man im Wakeboard entdecken kann. Der modernste Part am Wakeboard ist einfach gerade das Railriding und wir haben da hier gerade zwei Hochkaräter da gehabt, die das wirklich richtig drauf haben. Ich meine, Jan fährt einen super sauberen Style, ist bekannt dafür, dass er seine Tricks ultra clean macht. Carlo Hüsing auch ein unnormal geiler Style. Ich mag es super gerne, dem zuzuschauen. Auch bevor der bei uns am Park war, habe ich immer mal wieder auf Instagram geguckt, was der Carlo so treibt. Das sieht ultra geil aus, ultra smooth und ultra nice. Genau, haut uns das mal in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr Fehler findet, korrigiert mich gerne. Ich habe das jetzt alles mal hier in einem One-Take zusammengeschnackt und hoffe, euch hat es gefallen. Chris bastelt das jetzt alles zusammen und wir sehen mal, was dabei rauskommt. Ja, und nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren, Like dalassen, Glocke drücken und nächsten Mittwoch wieder einschalten. Liebe Grüße hier oben rechts aus Wolles Technik-Ecke.